Herzlich willkommen zum neuesten Video von Jagdschule Hestal. Und ihr seht mich hier heute an einem Sonntagnachmittag an meinem aktuellen Lieblingsplatz in der Jagdschule am Ofen sitzen. Und ich habe mir gedacht, ich habe es ja schon angekündigt, mal ein paar neue Sachen auszuprobieren hier auf diesem Kanal. Da wir im Moment relativ wenig zu jagen haben, wir haben keine Sau- und Damenrevier, Rehwild hat noch keine Jagdzeit, Füchse haben Schonzeit, also relativ ruhige, jagdarme Zeit im Moment. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit, einfach mal eine Jagdgeschichte zu erzählen, in der Form, wie ich das bisher so noch nicht gemacht habe und auch euch nicht filmisch zeigen kann, da das Ganze schon viele, viele Jahre her ist und für mich einfach jetzt eine Möglichkeit, mal was zu erzählen, was mir persönlich viel bedeutet hat, jagdlich, und vielleicht auch den einen oder anderen an seine eigenen ersten jagdlichen Schritte erinnert. Und ich habe mich mal hingesetzt und die Erlegung meiner allerersten Sau, das war damals im Winter, an der Kirrung im Schnee aufzuschreiben. Und das Ganze möchte ich jetzt einfach mal versuchen, hier in Erzählform mit euch zu teilen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ankommt. Wenn ihr interessiert seid, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Ein Dezemberabend. Ein ohnehin schon wunderschöner Tag, ein Freitagnachmittag im Dezember 2008. Strahlend blauer Himmel, Frost und vor allem Schnee. Doch als dann gegen Mittag das Telefon klingelt, ist der Tag perfekt. Kurz zuvor habe ich mich selbst, seit kurzem volljähriger Abiturient, schön wetterbedingt vom restlichen Schulunterricht für diese Woche befreit. Seitdem plage ich mich mit der Frage, ob es klug wäre, vor dem Abendansitz doch noch einmal nach dem Ruderplatz zu sehen. Besagter Anruf reißt mich aus meinen tiefgründigen Gedanken. Sie waren wieder da. War alles, was mein jagdlicher Mentor und lieber Freund Hartmut sagen musste, um mich die Füchse, die ich im Nachbarort bejagen durfte, vergessen zu lassen. Damals, selbst noch revierloser Jungjäger, hatte ich jagdlichen Anschluss in der Nachbargemeinde, wo ich auf Raubwild, Taube und Rabenkrähe jagen durfte, gefunden. Die andere, weit spannendere Jagdmöglichkeit bestand darin, meinen Freund Hartmut, seines Zeichens Tierarzt, sowohl bei der Arbeit als auch zur Jagd in seinem fiskalischen Kirschbezirk zu begleiten. Dies tat ich bereits seit mehreren Jahren und hatte auch schon vor dem Ablegen der Jägerprüfung ungezählte Stunden mit ihm beim Ansitz auf Rot- und Schwarzwild verbracht. Als Schüler, mit reichlich Zeit und Tatendrang gesegnet, hatte ich die Betreuung unserer Kirrung übernommen. Diese wurde von mir mehrmals in der Woche mit allen saisonalen Spezialitäten, die ich für die Sauna auftreiben konnte, beschickt. Hartmut hatte ein recht entspanntes Verhältnis zu den auch schon damals geltenden täglichen Mengenbegrenzungen für Kiergut. Wer ernten will, muss auch säen, so sein nüchterner Standpunkt. Im Jahr 2008 gab es in unserem Dorf sehr viele Äpfel und ich hatte schon im September begonnen, einen reichlichen Vorrat aus behutsam im Schutze der Dunkelkeit geernteten Fallobst anzulegen, und von diesem Vorrat zehrten wir bis in den Dezember hinein und die Sauen dankten es mit regelmäßigen Besuchen. Nachdem wir bereits im Oktober und November erfolgreich auf Sauen angesessen hatten, soll die Dezembersau nun mein erstes Stück Schwarzwild werden. Entsprechend elektrisiert reagiere ich, als die Nachricht der wieder angenommenen Kirrung meine abendlichen Ansitzpläne neu priorisiert. Wir treffen uns am frühen Abend am Rande des Revieres, um von dort zu Fuß weiterzugehen. Rückblickend kann ich sagen, dass jener Winterabend wahrscheinlich einer der schönsten ist, die ich bisher erlebt habe. Der tief verschneite Fichtenwald gemeinsam mit dem frostklaren Sternenhimmel und einem unwirklich nahe erscheinenden Vollmond erdrücken uns beinahe in einer grotesk wirkenden, fast kitschigen Schönheit. Dem Mond im Rücken tanzen lange Schatten weit vor uns über das makellos glitzernde Band, welches Tage zuvor noch ein tief ausgefahrener, schlammiger Holzabfuhrweg gewesen war. Früh sitzen wir in der offenen Kanzel zwischen Wildwiese, Buchenrauschen und Fichtenaltholz. Einer meiner Lieblingsplätze. Vom röhrenden Hirsch bis zum schnürenden Fuchs habe ich in der Vergangenheit hier schon alles beobachten dürfen, was der Staatswald zu bieten hat. Doch heute ist es anders.
Mit klammen Fingern halte ich mich an meinem tschechischen Repetierstutzen fest. Noch nie habe ich hier selbst die Waffe geführt. Wenn auch schon reich an gemeinsamen Jagderlebnissen und auch schon selbst erlegtem Niederwild, so überfällt mich doch plötzlich eine Aufregung, wie ich sie selbst bei meinem ersten Rehbock nicht erlebt habe. Der heiße Tee aus Hartmuths Thermoskanne und seine wie immer beruhigenden Erzählungen helfen aber mein aufkommendes Jagdfieber in kontrollierbare Bereiche zu senken. Den Fährten nach muss es eine gemischte Rotte sein, die hier schon dreimal seit dem ersten Schnee am vergangenen Sonntag die Kehrung leer geräumt hat. Die kommen früh, sagt Hartmut und lässt mich über den Grund seiner Vermutung im Dunkeln. Als keine 20 Minuten später ein Ast ganz in der Nähe mit fast ohrenbetäubender Lautstärke zerbierst, weiß ich, dass er recht hat. Jeder, der einmal das Quieken und Kreischen sich kabbelnder Frischlinge im nächtlichen Anmarsch auf die Kirrung gehört hat, begleitet vom Rauschen trockenen Buchenlaubes, durch das sich schwere Wildkörper pflügen, der kann nachvollziehen, was in diesen Momenten in mir vorgeht. Hartmut, der meine Unruhe bemerkt, sagt nur: Warten, wir haben Zeit. Es vergehen nur Sekunden, bis sich der erste schwarze Schatten aus dem jungen Buchenbestand auf die Wildwiese schiebt, um zielstrebig den Kirrplatz zu erreichen. Wie an der buchstäblichen, oft zitierten Perlenschnur zieht nun die ganze Rotte auf die Fläche. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob es im Ganzen mehr oder weniger als 15 Stück Schwarzwild waren, die sich laut schmatzend über meine fürsorglich eingelagerten Äpfel hermachen. Aber an die drei etwas abseits stehenden Frischlinge von geschätzt 20 Kilo erinnere ich mich genau. Der Wind ist passend. Das Mondlicht zusammen mit dem Schnee bereitet eine Szene vor uns aus, wie man sie sonst vielleicht nur von einem Ölgemälde kennen würde. Jede Borste kann ich durch mein Doppelglas erkennen, kann den heiß dampfenden Atem der schwer kauenden Bache sehen, während sich mehrere Überläufer daran machen, den zusätzlich verstreuten Mais aus dem Pulverschnee zu wühlen. Mach dich fertig, flüstert Hartmut. Und mir wird klar, dass ich Fernglas gegen Büchse zu tauschen habe. Rechts die drei Frischlinge. Wenn einer breit steht, pack ihn, zischt er. Meine anfängliche Nervosität ist nun gänzlich verflogen. Eine Eigenschaft, die mir glücklicherweise bis heute, zumindest für die Momente vor dem Schuss, geblieben ist. Mein Ellbogen findet die Fichtenstange zu meiner Rechten und ruhig ruht der Vorderschaft in meiner linken Hand. Der dicke Filz des Gewehrriemens verhindert ein Festfrieren meiner Hand an der vereisten Gewehrauflage. Ruhig sucht das Absehen des achtfachen Glases das Blatt des mittleren Frischlings. Er steht noch etwas spitz, als mein Daumen die Sicherung nach vorne schiebt. Doch dreht er sich bald darauf. Fast ängstlich, zaghaft, tastend findet mein Zeigefinger das kalte Blech des Züngels. Wie eingefroren erinnere ich mich an diesen Moment. Das Absehen verhofft zwei Finger breit hinter dem linken Vorderlauf. Nie werde ich diese Szene vergessen, eingeschlossen und festgebrannt in meine Erinnerung. Schwarzes Wild auf weißem Grund. Ein Wintertraum. Dumpf knallt es, als der Zünder seine Arbeit tut. Sanft, aber mit unnachgiebiger Bestimmtheit schiebt sich der Schaft noch tiefer in meine Schulter, als 12,7 Gramm mit Tombak ummanteltem Blei unter grellem Blitz den kurzen Lauf verlassen. Wie in der Jagdschule gelernt, repetiere ich noch ehe der Schuss verhallt ist. Lange klingt das Echo in der kalten Winternacht. Die warme Hülse der 8x57 schnürzt sich ihren Weg zum Boden frei, als bei mir das Zittern beginnt. Die Bühne ist leer. Vom Mündungsfeuer geblendet, habe ich weder Flucht noch Zeichen des Stückes erahnen können. Auch Hartmut hat das flüchtende Stück im Tumult der abgehenden Rotte aus den Augen verloren. Tausend Fragen schießen mir durch den Kopf. Aber ich war doch so gut drauf, denke ich. Was nun? Hartmut zeigt keine Regung zu handeln. Ruhig verharren wir in der Stille. Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt er mir mit einem Nicken zu verstehen, dass ich die Büchse entladen soll. Mit tausend Fragezeichen im Gesicht schaue ich den Freund an. Er lächelt kaum merklich und murmelt: Wir schauen. Niedergeschlagen mache ich mich auf den Weg zum Anschuss. Deutlich stehen die Fährten im Schnee. Noch ein paar Meter weiter, dann müsste ich am Platz sein. Hier muss es gewesen sein. Auch ohne Taschenlampe sehe ich es. Hellrot leuchtet uns der Schweiß entgegen. Wie mit der sprichwörtlichen Gießkanne gezogen, verschwindet die Schweißfährte im nahen Bestand. Die muss liegen, nickt Hartmut mir zu und läuft vor bis zum Dickungsrand. Weidmannsheil, ruft er mir zu. Tatsächlich. Da liegt ein schwarzer Wildkörper. Keine 2 Meter mehr hat mein Frischling es in die Buchen geschafft. Ein- und Ausschuss hinter Blatt sind es zusammen vielleicht noch 15 Gänge, die er gemacht hat. Wir liegen uns in den Armen und ich kann mein Glück kaum fassen. Meine Hand zittert, als sie den Fichtenbruch entgegennimmt.
Lange sitzen wir nach der roten Arbeit noch im Schnee, auf der aufgerollten Lodenkotze, trinken Tee und halten dem kleinen Keilerchen die Totenwacht. Stolze 23 Kilo wird die Waage später zeigen. Längst hat es aus den aufziehenden Wolken wieder zu schneien angefangen und fast ist unser Keiler schon nicht mehr zu sehen, als wir uns auf den Weg machen, das Auto zum Bergen zu holen. Wenn ich heute, über ein Jahrzehnt später, an diesen Abend denke oder auf die kleine Schwarte über der Eckbank an der Hüttenwand schaue, dann denke ich nicht zuerst an Saunen, Vollmond oder Blattschüsse, dann denke ich vielmehr an einen lieben väterlichen Freund, der mir so viel mit auf den Weg gegeben hat, dessen Worte und Werte ich bis heute im Ohr habe, der mir vorgelebt hat, dass Demut, Respekt und Dankbarkeit nicht im Widerspruch zu passioniertem Jagen und einem gesunden Beutewillen stehen müssen. Auch wenn Hartmut heute leider nicht mehr hier auf Erden jagt und ich selbst seitdem jagdlich so viel Glück und Erfüllung erlebt habe wie nicht viele, so bleibt doch immer die Erinnerung an diesen Abend im Dezember. Für sich stehend, als Sternstunde meines Jägerlebens. Das war auch schon meine kleine Geschichte für den Sonntagnachmittag heute. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es vielleicht gefallen und ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was eure ersten Erlebnisse jagdlicher Art waren oder falls ihr noch keine eigenen Jagderlebnisse sammeln konntet, was euch besonders reizt oder was euch interessiert an der Jagd, und vielleicht schreibt ihr auch in die Kommentare, ob das eine gute Idee war oder ob ich das lieber lasse in Zukunft. Gebt mir ruhig ein ehrliches Feedback. Ich würde mich freuen und falls es eine gute Idee war, dann werde ich auch nicht müde, euch noch die ein oder andere Geschichte auf diese Art zu erzählen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.